Vielen Dank, dass Sie den Selbstzerstörungsknopf gedrückt haben. Der Planet wird sich in 3 Minuten selbst zerstören. Ja, es ist natürlich noch nicht vorbei, wie im letzten Video angekündigt, denn es steht noch eine waghalsige Flucht auf dem Programm, bevor wir alle feiern können. Und das heißt natürlich nichts für Aussicht. Ja, ich finde eigentlich, diesen schönen Hyperbeam, den sollte man das ganze Spiel über. Ach, Mist. Nicht nur hier für diesen letzten Abschnitt. Ah, Mist. Wollte ich eigentlich versuchen, mit einem Shinespark hier den ganzen Gang nach oben zu springen, aber... Normalerweise wurde ich da von so einem dämlichen Weltraumpiraten aufgehalten. Aber egal. Bevor wir gehen, orten meine Spinnensensoren, dass sich noch ein paar Leute in größter Gefahr befinden. Und da die natürlich keine Arschlöcher sind, retten wir die auch. Denn immerhin haben die uns ja auch ein paar Moves beigebracht. So, jetzt auch für dich Zeit wegzulaufen. Sonst gibt das ein hübsches Säurebad. Ich glaube, eine Minute haben wir noch, aber das... Ja, um es nicht weiter zu dramatisieren, man könnte noch eine Tasse Kaffee trinken vorher. Und noch einmal nach unten und da haben wir es geschafft. Das sieht nicht gut aus. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf die Abschlusszeit, die ich für das ganze Spiel gebraucht habe. Ich hoffe, es sind unter 3 Stunden. Operation was completed successfully. Yay! 2 Stunden 18 Minuten. Ausgezeichnet. Ja, also diese Aussage, Operation was completed successfully, finde ich doch ein bisschen gewagt, denn eigentlich war Samus ja auf der Jagd nach dem Baby Metroid und der ist, ja, der ist tot. Der Planet ist explodiert. Und das einzig Positive hieran ist letztendlich, dass wir überlebt haben. Also, naja, ein bisschen gewagt die Aussage. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Nun möchte ich mich aber ernsthaft bei allen bedanken, die zugesehen haben, die meine nervigen Kommentare über sich ertragen haben und ja, auch sich über die vielen Pannen, die mir passiert sind, vielleicht auch amüsiert haben. Weil ich hoffe, dass das auch zumindest der Fall war. Ja, dann bedanke ich mich bei den
ersten Zuschauern, die auch Kommentare hinterlassen haben und natürlich auch abonniert haben. Es sind sogar tatsächlich welche dabei, die abonniert haben. Ich hoffe, es werden vielleicht noch ein paar mehr, die dann vielleicht auch an zukünftigen Spielen Gefallen finden. Ja, was in Zukunft kommt, weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich denke, ich werde wohl eine kleine Rückreise Richtung NES antreten und da ein paar Spiele zocken. Welche genau, das, ja, ganz genau weiß ich es noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Mega Man Teil dabei sein wird, dass ich auch vielleicht Contra zocken werde. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Ja, da ich es ja unter 3 Stunden durchgespielt habe, kommen natürlich auch alle in den Genuss der besten Endsequenz. Was im Fall von Metroid heißt, dass man Samus mit sehr wenig Klamotten begutachten darf. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Bewertung, wie viel Prozent der Items man eingesammelt hat. Aber hier erstmal das wohlverdiente. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie viel Prozent ich da habe. Prozent, ja. Geht mal nach Schulnoten, dann ist das eine gute 3. Also ist zufriedenstellend. Ja, also das war es soweit von meiner Seite. Was, wie gesagt, in Zukunft wird es wohl ein paar NES-Spiele geben, die allerdings vom Umfang her auch nicht so riesig sein werden, wie jetzt vielleicht Super Metroid. Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen Abonnenten, bei allen, die Spaß hatten, die auch Comments hinterlassen haben und tschüss, bis zum nächsten Mal.